Der Löwe. Seit meinem Studium habe ich kein Yoga mehr gemacht. Dort besuchte ich einst einen über das Studentenwerk organisierten Kurs von Oksana. 150 cm groß, 80 kg schwer und so beweglich wie der Hals eines Koboldmakis. Damals war ich weder leicht noch Schwergewicht und zu meinem Leidwesen nicht mehr ganz so agil wie vor der Pubertät. Jedenfalls dachte ich mir eine Weile nach Beginn der Zeit mit den besonderen Herausforderungen, denn niemand will dieses hässliche Wort mit K und den vier weiteren Buchstaben R, I, S und E mehr hören. Machst du mal wieder Yoga? Tust dir zwischen all dem Frust im Domizil und den wie ein Gewitterregen über dich hereinbrechenden Herausforderungen der Kategorie exorbitant mal was Gutes. Als dann um 9 Uhr abends nach einem zur Regel gewordenen 15-Stunden-Tag endlich mal Feierabend war, habe ich die Matte hervorgeholt und geschmeidig mit einem großen Wurf ausgebreitet. Das war aber auch schon mit Abstand das Eleganteste, was ich an diesem Abend noch machen sollte. Nachdem etwa eine halbe Stunde später die Niesattacke vorüber war, wie konnte sich denn auf der Matte so viel Staub absammeln, die war doch eingerollt, freute ich mich wenigstens mal wieder ein paar Freunde zu treffen. Der herabschauende Hund, Katze, Kuh. Man fühlte sich nicht mehr ganz so allein. Nach der Stunde Null habe ich mich wundersamerweise immer und immer wieder allabendlich auf der Matte wiedergefunden. Und das manchmal im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn mir in diversen Videos, die mich begleiteten, die Durchführung dubioser Gleichgewichtsübungen angeraten wurden. Die haben das da doch bestimmt rausgeschnitten, dass die sich da irgendwo festgehalten haben oder eingeklemmt oder was weiß ich was. Jedenfalls machte ich nach und nach auch neue, aufregende Bekanntschaften, wie zum Beispiel mit Simhasana, dem Löwen. Toller Typ. Leise und laut und sitzen und hocken und Pranken zeigen. Alles drin. Und Folgendes ist einfach nur großartig. Die Löwenatmung soll beim Abbau von Stress und Spannung helfen und auch die Gesichtsmuskulatur lockern. Perfekt also für die Zeit mit den besonderen Herausforderungen. Habe die Übung in all ihren Abwandlungen bedarfsorientiert durchgeführt, also quasi in Dauerschleife immer und immer wiederholt. Und dann kam diese Frau. Ich befand mich im örtlichen Supermarkt, im langen Drang der Milchprodukte, die einen Veganer wahrscheinlich schon beim Anblick in Ohnmacht versetzen würde. Eine Frau stand kopfschüttelnd im Müsli-Backwarenkorridor. Fasziniert beobachtete ich, wie sie immer wieder mit ihrem Blick das Regal zwischen Mehl und Backpulver regelrecht scannte. Ich schlich mich näher und spähte aus sicherer Entfernung ins Fach. Hefe ist immer noch aus. Und aus dem mittlerweile wieder vorhandenen Klopapier lässt sich halt einfach kein vernünftiger Zwetschgenkuchen backen. Das braucht man höchstens nach dem übermäßigen Verzehr dieses delikaten Gebäcks. Jedenfalls meine ich klare Anzeichen von Stress und Spannung bei der Kundin erkannt zu haben. Da waren zum einen die zu Fäusten geballten Hände, zum anderen große Falten auf der Stirn. Und so alt war sie wirklich noch nicht, dass es zum Inventar dazugehörte. Tiefenentspannt sah definitiv anders aus. Trotz Sicherheitsabstand nahm mein Körper diese Anzeichen wahr, leitete pflichtbewusst die zur Kenntnis genommenen Informationen weiter. Und für mich völlig überraschend und unerwartet ging ich zum Gegenangriff über. Entspannung, Beruhigung, Deeskalation. Mein Mund öffnete sich, meine Zunge fuhr heraus und ich atmete kraftvoll aus. Einen Moment zu spät realisierte ich, was passiert war. Die Löwenatmung. Oh, 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 dachte ich, wie komme ich denn aus der Nummer wieder raus? Hustenanfall vortäuschen? Ganz schlechte Idee in diesen Tagen. Zusätzlich auf die Knie fallen und die Übung formvollendet ausführen? Den Einkaufswagen schieben und so tun, als wäre er der Übeltäter? Die Frau blickte direkt zu mir. Ihren Gesichtsausdruck konnte ich leider nicht erkennen. Da war ja die Maske. Die Maske, meine Rettung.
In meiner Panik hatte ich gar nicht mehr daran gedacht, dass mein brillantes Löwenmaul und die Atmung des ebensolchen Tieres von der Maske nicht nur verdeckt, sondern auch gedämpft wurde. Ganz behutsam, eher den Bewegungen eines potenziellen, aber noch gänzlich unentdeckten Beutetieres ähnelnd, schlich ich rückwärts. Raus aus der Gefahrenzone. Rein in den nächsten Einkaufswagen. Der Fahrer dieses Objekts steuerte den Wagen jäh nach rechts und schrie mich mit »Hey, Abstand halten!« an. Vor Schreck brachte ich die Figur Baum so schnell nicht zustande, um damit mein Gleichgewicht zu sichern. So näherte ich mich in Zeitlupe dem Boden und rief, um wirklich den allerletzten Schein zu wahren, »Der Löwe aus der Familie der Katzen ist träger als alle seine Verwandten und verbringt viele Stunden täglich in einer Ruheposition am Boden.« Bevor das Echo meines dumpfen Aufschlags, dem eines gerissenen Beutetieres in nichts nachstehend, zwischen 10 Sorten Cornflakes und Haselnüssen in allen Variationen widerhallte.